Erneuerung. Wir kommen unschuldig auf die Welt. Das bedeutet auch eine Art Jungfräulichkeit, was das Denken betrifft. Dann regnet es auf uns herab. Das Denken, Fühlen und Handeln unserer Mitmenschen. Das ist der Einfluss von außen nach innen. Vieles von dem schleudert uns in Abgründe. Oftmals gerade dann, wenn wir glauben, dass wir aufsteigen. Umkehr ist ein sehr wichtiges Wort in der Bibel. Aber bevor du umkehren kannst, muss dir bewusst werden, dass du dich auf einem Irrweg befindest. Das ist die Erkenntnis. Wenn du etwas in deinem Handeln als falsch erkannt hast, kannst du dich dazu bekennen. Denn es muss erst dein Bewusstsein erreichen. Hast du eingesehen, dass etwas falsch ist, kannst du damit beginnen, es zu ändern. Dieser Prozess der Erneuerung oder Umkehr ist in erster Linie ein geistiger Prozess. Ein Prozess in deiner Seele. Wenn du damit beginnst, dich selbst zu ändern, befindest du dich auf einer Art spirituellen Weltreise. Ich habe vor 6 oder 7 Jahren alle meine Fehler aufgelistet, denen ich mir bewusst war. Rückblickend von Geburt an. Plötzlich hatte ich das Gefühl, ich sollte das tun. Eine Beichte. Ich habe etwa 4 oder 5 Stunden lang alles laut in den Raum hineingesprochen. Und ich wusste, die gesamte Engelwelt hört zu. Ich habe es gefühlt und es war mir bewusst. Von da an hat sich mein Leben komplett vertieft und verändert. Immer mehr Botschaften der Engel kommen in mein Leben. Wir leben von innen nach außen. Das ist unser wahres Wesen. Alles Gute ist bereits in uns. Es ist uns geschenkt worden. Wir brauchen es nur zu erkennen. Lebe aus deinem tiefsten Inneren heraus, aus deinem Herz heraus.